Und damit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars The Force Awakens. Und auch Lego Star Wars Das Erwachen der Macht. Nachdem wir im letzten Part zumindest alles so erstmal soweit auf dem Millennium Falcon abgeschlossen haben, sprich die Rataren-Mission gemacht, gemacht haben und leider auch nicht komplett abschließen konnten, da uns noch Admiral Akbar fehlt und ich den dann gesucht habe in der Liste zum Kaufen, aber nie gefunden habe. Da dachte ich mir, machen wir jetzt erstmal mit Free Roaming weiter. Das danach kann ja immer noch warten. Wie ganze Charaktere gekauft werden wollen, ey. Hilfe. Entschuldigung, weiß ich nicht. Was ist das hier? Was brauche ich denn da für einen Sturmtruppler oder was? Hast du? Okay, verstehe. Ja, mal so ein Sturmtruppler einfach. Ich brauche Kopfgeldjäger. Okay. Vorher weiß ich, was ein Kopfgeldjäger ist. Kopfgeldjäger, wie sieht die aus? Wenn ich jetzt natürlich wüsste, wie so ein Kopfgeldjäger hier aussieht, dann wäre das natürlich schön. Aber es gibt ja hier auch irgendwie kein Boba Fett oder so. Ist das hier eigentlich? Ist so. Adam Morris. Ich kauf den einfach. Achso, das war der Typ. Aber ich hätte es doch gekauft. Zufrieden. Egal, lassen wir das hier erstmal aus. So, nehmen wir hier mal BB-8. Da unten. Und ich nehme als Darth Vader. Also wir können ja mehrere Charaktere ja gleich nehmen. Was passiert, wenn ich euch so nehme? Geht das? Nö. Seltsam. Mir wird auch hier nirgends mal ein Tipp gegeben, wie so ein was ich da brauche und bla bla bla. Genau, so ein richtiger Shop fehlt mal. So wie die vorherigen Lego Star Wars spielen. Aber man kauft die Charaktere jetzt ja auf der Overworld. Wie ist Darth Vader jetzt auf einmal da oben? War der nicht mal woanders? Aber egal, nehmen wir mal einfach mal Kylo Ren. Wow, übertreib. Das ist so aggressiv. Hast du dich nicht gekauft? Ich hab dich doch gekauft, wieso? Egal. Stimmt wieder ein Bug. Ich hab das doch schon. Ich verstehe den Job hier vorne nicht. Was willst du von mir? Ah, das kann nur BB-8. Hey, von dir steht dann so, ne, wenn du nicht gemerkt hast. Ich habe eine sehr heikle Mission für dich. Hier sind nähere Angaben. Hoffentlich macht es dir nichts aus, dir die Hände schmutzig zu machen. Ich habe nicht mal Hände. Was ist das? Ich mach's mal. Oh ne, was wird jetzt geladen? Oh nein! Ja, kann ich mal fertig laden hier. Okay. Ach so, ich greife mich der Macht dann an oder was? Ach so, so ist das also. Was soll ich jetzt machen? Also, irgendwie verstehe ich die Mission jetzt nicht so ganz, was das bringen soll. Bin ich überhaupt? Bin jetzt auf der Starkiller-Basis oder was?
Anscheinend. Was soll ich jetzt machen? Vielleicht in irgendein Zimmer? Ein Funkgerät geholt? Ach so! Ah. Was, hä? Hä? Ich bin verwirrt. Ja. Laber schneller, danke. Die gesamte Galaxie der Star Wars kann nur noch. Ja, okay, das weiß er schon. Ja, ich kaufe mal dich mal einfach. Ich mach einfach mal einen anderen Charakter. Nehmen wir halt die Chewie und. Poe wollte sie ja sprechen. Nehmen wir den einfach mal. Weil ich ihn finde. Wenn es doch nicht mal hin und her wechseln würde, ne? Ja, Poe, da. Ja, was wie die jetzt? Oder ist das jetzt abgeschossen? Anscheinend irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich raste erstmal mit meiner Waffe wieder aus. Na, jetzt ist er hier auch weg, der Typ. Aber hier brauche ich einen Kopfgeldjäger. Oder einen Roboter. So einen Typ finde ich auch nicht auf meiner Liste. Ich könnte es mit einem Roboter mal probieren. Ah ne, der verlangt einen Kopfgeldjäger. Also wir nehmen dich hier einfach mal. Vielleicht du? Nö. Was bist du überhaupt, ein Druid? Ich glaube ja. Ja, okay, ja, das ist ein Druid. C3PO. Geht auch die. Kannst du das auch machen? Dann öffne ich auf jeden Fall die Tür, sehe ich. Okay, du kannst das auch. Pfeil, Dings. Achso. Amamona. Was auch immer das heißt. Auf Botschasch. Oh, da liegt einfach ein goldener Stein rum. Ich kaufe euch alle mal, solange ich noch Geld habe. Mal leer hier raus. Das Spiel schon wieder. Oh nein. Oh. Ich dachte, ich krieg's noch, aber nee. Das letzte. Ah, puh. Wollte gerade wieder wechseln. Ich hab's doch gesehen. Wow. Also. Der macht einfach ein Boot oder was? Anscheinend. Was ist das jetzt? Ah, okay, hier kann ich also meinen eigenen Lego-Charakter dann erstellen. Ah, okay. Oder meine eigenen Lego-Charaktere besser gesagt erstellen. Genau. Ich wollte gar kein B zurück. Nein, ich habe B gedrückt. Ich will nicht. Hallo, ich drücke B. Wieso geht das nicht? B. Achso, ich drücke jetzt Z A. Ich voll Idiot. Wieso dachte ich gerade, dass B da wo A ist? Was zum Teufel? Ich bin so voll Idiot. Aber seht euch mal an, was sie hier zu tun haben. Das ist natürlich ganz relativ kleine Open World. Und da schläft jemand. Ist das Poe? Nee, wer anders. Das ist eine Frau. Und ist das hier? Ah, hier kann ich die Carbonitsteine um. Ich mach das mal.
schon mal dabei bin. Den werden wir wohl kriegen. Es ist... Oh, spielt denselben Song nochmal. Cool. Wir haben Biff. Ach, Biff heißt er. Ich kenne ihn nur. Spielt denselben Song nochmal. Typ. Was? Die? Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Die aus Episode 1 und 2 und Königin Ami. Ich weiß schon. Die aus den schlechten Star Wars Filmen. Padme. So. Leas Schwiegertochter. So. Oh cool, nochmal ein Sturmtruppen freigeschaltet. Ist einfach gleich freut. So, wer jetzt? Ja, Spannung. Was ist das denn? Ein Rebellenkämpfer oder was? Aus Episode 6? Ah, Rebellenkommando. Ah, okay. Zwei haben wir noch. Wen haben wir jetzt frei? Oh, Boba Fett, nice! Oder? Ist das Boba Fett? Ja. Geil. Okay, aber unseren Kopfgeldjäger auch. Also ich hab nicht aufgepasst, wo ist er hin? Verdammt! So, und jetzt den letzten. Also, den ich jetzt noch freigeschaltet habe. Oh, es ist klassische Han Solo. Cool. Ich kann auch schon mal gleich zum Boba Fett wechseln, wenn ich ihn jetzt wieder da oben sah. Ja, yeah, ich kann wieder fliegen. Und er hat eine krassere Kanone als vorher. Ich kann höher fliegen, aber nicht mehr so weit. Also so lang. Ah, cool. Ich weiß, kann ich hier was in der Macht? Ich kann auch irgendwas mit der Macht machen, habe ich gerade richtig gesehen. Oh, oh, oh. Okay, ich glaube, die ist wach. Also sind halt die ganzen Charaktere in ihrem neuen Design. Ist ein bisschen ungewohnt, die so zu sehen. Vor allem, wenn man die selbst als Lego... Vor allem, wenn man sie selbst als Lego-Charakter besitzt. Komm her. Ja. Ich habe das schreckliche Gefühl, dass wir infiltriert wurden. Vor kurzem kam eine Band aus dem Schloss von Mass hier an und unterhielt sich etwas zu lange mit unserer Mannschaft. Da kann ich den Auftrag an. Hallo? Was soll ich jetzt machen? Achso, okay, den Statsfragen mache ich das mal. Weg, danke. Das ist geil. Achso. Dich da so richtig. Ich bitte den Song nochmal, Typen. Was? Warum schauen mich alle so an? Oh oh. Aufgeflogen. Ja. Was willst du? Du willst dich fertig machen? Denn diese, das. Boah, Fett macht dich mit der Kanone platt. Und du auch. Deine Detektivarbeit hat uns eine Menge zukünftigen Ärger erspart. Gern geschehen. Und mir hat es erspart, dass ich seiner schrecklichen Musik weiter zuhören muss. Ich habe eine Belohnung für dich. Deine Detektivarbeit hat uns eine Menge zukünftigen Ärger erspart. Danke, danke. Was zum... Oh!
ist mal wieder verbuggt. Oh Mann. Schon wieder in die Wand verbuggt. Ich glaube, ich spinne. Warum passiert mir eigentlich immer sowas? Ja? Hallo? Wieso kann ich den nicht nehmen? Ach, da brauche ich wieder Luke. Dass jemanden damit Macht besitzt. Okay, ich muss erst zu ihm wechseln, dann zu dem hier, dann wieder zu ihm. So. Mein Gott. Achso, jetzt wird er materialisiert oder was? Ich muss das Level eigentlich nochmal neu laden. Auch wenn ich hier einfach mal, wer auch immer du warst. Ach, da ist er ja wieder. Und wie gesagt, vielleicht sind wir auch jetzt schon im nächsten Part. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, weil ich weiß, ich habe nämlich jetzt überhaupt kein Zeitgefühl, wie weit ich beim, was für Minute ich bin und ich glaube, die ganze Overworld in einen Part zu packen, wird, glaube ich, zu lang. Ich weil der Part wäre irgendwie schon ein paar Stunden, zwei Stunden bestimmt lang. Wobei ich das eigentlich auch machen könnte, theoretisch. Wobei ich das auch theoretisch in 26 Minuten Parts splitten könnte, dafür für 6 Tage was hätte. Ah! Oh nein, das ist so einer bin ich denn nicht. Wobei, vielleicht. Ich meine, das ist sowieso mein erstes Let's Play, das darf ich auch nicht vergessen und so. Viele schauen bis jetzt eh noch nicht zu. Leider. Oh, naja, so ist das halt. Naja, ach, das spiel ich schon wieder. Ich gehe einfach wahllos durch die Gegend. Da und da hin, irgendwie, ohne mal auf die Karte zu gucken. Oh. Ups. Da sind ein paar Leute gestorben. Ups. Nein, ist sonst weiter nix. Oh, ach, da ist sogar ein kleines, okay, geschafft Symbol. Aber welche Charaktere kaufen, dass sie nicht auf der Karte verschwinden, finde ich ein bisschen blöd. Muss ich erst töten? Kann ich nicht mal. Ich hoffe, alle anderen konnten das Schiff lebendig verlassen. Guten Tag, wer bist du? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich für dich noch 2 grüne Steine. Wieso kann ich da nicht mit, okay. Die kann ich auch kaufen, war. Ja, 5J. Typ. Okay, was so zusammenbauen. Ich mache einfach was kaputt und kann wieder direkt was zusammenbauen. Aber Gott sei Dank habe ich den Steinmagneten, ey. Okay, was kann ich hier machen? Vielleicht Chewbacca? Chewbacca, wo bist du? Da oben. Okay, wie mache ich Goldsachen kaputt? Okay, aber er kann immer noch seine Ringer werfen. Also ich hätte ja gesagt, dass ich das irgendwie mit Laserschwert kaputt mache, ne? Aber ne. Wie kann ich das nicht kaputt machen? Lass das erstmal offen. Wieso kann ich hier nicht mitmachen? Beschiss. Hier kann ich ja doch rein. Ja, hier
gewesen. Ah, jetzt ist wieder versteckt zum Kauf. Ich bin bei Pleite, ey. Carbonitstein. Genau, das Glas hält mich natürlich so fest. Ha, ich wusste es verstau, den Schneestruppler? Stehsoldat zu kaufen. What the fuck, ist das meine Stimme gerade? Boah, was zum Teufel, die ist gerade voll schief gegangen. Was war das denn? Irgendwo will ich hier so auf wieder ein goldener Stein sein. Ach, der Schein ist da über mir. Obwohl es würde keinen Sinn machen, warum soll er das anzeigen und das andere nicht? Krieg ich da rein? Nö. Ich guck nach oben, sehe ich auch nichts. Das Einzige, was noch hier ist, ist das hier. Da hinten sehe ich noch einen Tisch. Was zum Teufel? Was zum. Okay, die verschwinden halt einfach. Okay. Alles klar. Merke ich mir. Vielleicht doch bestimmt auch hier hoch, oder? Oder. Komm, komm. Nein! Zu früh gefreut. Und auch nicht. Ich habe bestimmt einen Laserschwert. Ne. Warum baut das jetzt rot? Weil ich. Okay, schießt mir die ganze Zeit einfach drauf. Mal sehen, was passiert. Vielleicht haben wir es. Ah, muss einfach die ganze Zeit nur drauf schießen. Ah, hier brauche ich wieder Admiral Ackbar, ne? Dann sag mir auch, wo ist der Admiral Ackbar, ey? Meine Güte. Also ich glaube, Objekte einfach kaputt machen kann, müsste ich das ja einfach, ja. Ja, das ging das vorher nicht oder wurde vorher auch rot und ich hab's einfach nicht gesehen. Kannst du dich mal in Ruhe lassen, du kleiner Spiel? Hallo? Ich kann nicht mit dir spielen. So. Ja, hochgetrickst. Nehmen wir mal einfach BB-8. Machen so ein Rennen oder was? Oh, was? Achso, die paar Dinger hier zerstören. Hat schon mal schwereres gemacht. Ich kann nicht mal reden, wenn nichts. Schrecklich ist das, vor allem wenn man Let's Play. Wo kommt der goldene Stein auf einmal her? Der war vorher noch nicht da. Boah, Kylo Ren, du Bastard. Hier unten muss doch irgendein goldener Stein dann sein. Achso, das ist der hier. Einfach von hier. Ja. Obwohl, das sind zwei. Oh. Ups. Oh, ich will doch hier weg nur. Eismaschine. Komm dich mal da raus, ne? Du bist da draußen, ne? Ja, ich bin noch. Achso, da brauche ich den Flammendruck. Ja, ich bin noch hier. Ich habe eine Bombe. Oh. Wollte ich gar nicht. Na, vielleicht brauche ich einen Flammtrupper. Trupper, genau. Flammtrupper. Truppler dafür bestimmt.
Wo ist der? Ne, ist der klassische Sturmtruppler? Ach, wieso habe ich die jetzt gekauft? Ich wollte die gar nicht. Wie Geld ausgegeben, ey. Ich hab mir noch einen Flammentruppler gekauft, oder nicht? Da ist er doch. Hat aber schon längst befreit, ne? Das ist ja einfach verschwunden. Was zum Teufel? Schießen ein riesen fette, dieses fette Vieh, was mir damals gekauft hatte, ne? Dich doch. Nee. Ein anderes fettes Vieh. Ach doch, geht doch, muss ich sagen. Oh, BB-8, komm mal her. Jetzt schon die Zeit anfängt zu rechnen, obwohl noch gar nicht das Spiel beginnt. Beschiss. Hä? Achso, ach soll noch weiterfahren. Sag das auch mal einer. Ja, wo ist jetzt der letzte? Ach doch, hä? Der war aber gerade noch nicht da. Was zum Teufel, oder ich bin einfach blind. Aber wahrscheinlich, dass er. Ah, ich verstehe. Das sind also diese. Okay, wir sind auf Dequa, also hier. Ne, doch, hier. Ah, okay, jetzt sehen wir das ja da unten. Ah, die haben schon jetzt zwei Missionen gemacht. Hä? Wurde nicht gespeichert oder was bis jetzt? Kann natürlich auch sein. Ah, geht mal wieder zu Kylo Ren. Was ist das hier? Brauche ich wieder Admiral Akbar. Ich sollte mit dem Admiral wirken. Sie möchten alles über Admiral Akbars Rettung erfahren. Ah, hier kriege ich den also. Ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Nicht für interessante Geschichten. Hier kriege ich den also. Okay. Na gut, dann. Wir können, dass wir alle erwischt haben. Oh, hab dich gar. Erst letzte Woche erledigten wir alle feindlichen Schiffe auf dieser Strecke. Vielleicht waren wir. Nehmen wir den Auftrag hier einfach auch nochmal eben an. Dann machen wir den noch. Und dann würde ich sagen, wir endlich den Part oder die zweiten Part. Ich weiß nicht mal, wo wir uns befinden. Ich weiß auch nicht mal, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Und kümmern uns dann erstmal um Admiral Akbars Rettung. Wow, was ist das denn? Achso, das ist ein richtiges Level. Also soll ich die Schiffe hier zerstören? Wie soll ich denn hier die roten Steine und sowas finden, ey? Aua. Ups. Upsala. Ah, ich brauch drin. Oh. Ich hätte gesagt, wenn wir jetzt Admiral Akbar haben, wir sollten ja eigentlich soweit alles haben an Charaktere, was wir dafür jetzt benötigen. Wir haben hier so ein fettes Vieh, was halt so Wände zerstören kann. Wir haben Kopfgeldjäger. Bald jetzt haben wir gleich auch Admiral Akbar. Na dann, genau, machen wir es dann so. Kümmern wir uns erstmal um die ganzen Missionen in den einzelnen Leveln und danach machen wir es weiter in Führung. Das ist das, was so Spaß ja macht. Und ihr, sag ich jetzt mal. Sven,
sind die denn? Ach, über mir. Sind die überall so verstreut, ne? Wie hoch sind die denn? Die haben ja aber echt gespart mit den Gegnern, ne? Ach, jetzt sind sie wieder unten, oder was? Ich hätte aber auch nicht entscheiden, wo sie lang fliegen wollen. Komm erst noch. So, unter mir, da oben ist er noch. Ach, getroffen. Jetzt aber, ey. Ach, das war's? Achso, ach, wir sind ja noch gleich am Retten von Admiral Akbar gewesen. Ich freue mich auch. Hab hier deinen Missionsbericht. Du hast sie so richtig auseinandergenommen. Hoffentlich setzen sie sich nie wieder zusammen. Ja, hoffe ich mal auch. Jetzt retten wir erstmal diesen alten Sack hier, ja.